Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 33. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Die Lage spitzt sich mehr und mehr zu, deswegen gibt es heute schon eine große Neuner-Konferenz. Das bedeutet aber auch, in der Konferenz kann ich leider nicht in allen Spielstätten gleichwertig oft und gleich lange sein. Das kommt drauf an, welche Tore fallen und so weiter und so fort. Nehmt mir das dann nicht übel, wenn euer Team nicht ganz so oft gezeigt wird. Das kann passieren, tut mir dann natürlich leid, ist aber eben dann den Ergebnissen geschuldet. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr keine Lust habt auf die Konferenz, die dauert halt knappe 40 Minuten oder ihr halt keine Zeit habt, dann ist hier gleich nochmal ein Timelink eingeblendet. Da könnt ihr dann springen zu allen Toren im Schnelldurchlauf. Das wird dann auch nochmal einige Minuten dauern, aber eben nicht in der Zusammenfassung, sondern nur im Schnelldurchlauf. Jetzt möchte ich aber nicht mehr weiterlabern. Viel Spaß jetzt bei der Konferenz. Legen wir los. Und damit herzlich willkommen zur Samstagskonferenz. Der 33. Spieltag liegt uns vor, denn es geht heute um den Abstieg, möglicherweise um die Champions League Qualifikation und die Europa League Qualifikation. Der FC Bayern hat Freiburg zu Gast, der ungekrönte König noch bislang heute gegen den Breisgau. Hier wird es nicht so spannend sein, wir schauen deswegen in den Abstiegskampf. Unter anderem hier in Mainz der SV Werder Bremen zu Gast. Ein wahnsinniges Spiel. Unten im kleinen Kasten sehen wir noch das Parallelspiel, das extrem wichtig ist. Düsseldorf gegen Augsburg. Das Worst-Case-Szenario ist, dass Werder Bremen heute schon absteigt. Das Best-Case ist, dass sie an Tabellenplatz 16 rankommen. Das ist es erstmal von hier. Wir geben nach Leipzig. Spannende Konstellation auch hier bei den Champions League Plätzen. Borussia Dortmund zu Gast in Leipzig. Oben haben wir einmal Leverkusen zu Gast in Berlin und Paderborn empfängt Borussia Mönchengladbach, Leipzig, Gladbach und Leverkusen. Alle noch im Rennen. Dortmund ist schon sicher für die Champions League, möchte jetzt aber auch Zweiter werden. Schauen wir noch nach Schalke. Ja, da wären wir in der Felddienstarena. Auch hier einmal der Blick auf einen kleinen Monitor. Da sind wir in Sinsheim. Der erste FC Union Berlin, der bereits gerettet ist, ist zu Gast, und hier Schalke gegen Wolfsburg. Beides auch nicht ganz so hitzige Spiele, aber Hoffenheim und Wolfsburg noch in der Competition um den Europa League Platz, der direkt in die Euro League führt. Und in Köln geht es eigentlich um gar nichts. Im Prinzip tatsächlich um nichts. Rechnerisch ist hier ganz theoretisch im Worst-Case-Szenario für den 1. FC Köln sogar noch der Abstieg drin, der Relegationsplatz, aber das ist deutlich unrealistisch. Für Frankfurt geht es tatsächlich nur noch um die Wurst. Vielleicht um die Europa League, aber das ist höchst unwahrscheinlich. Wir starten in Mainz. Und die Mainzer stoßen an in den roten Trikots mit den weißen Hosen von links nach rechts im ersten Durchgang. Der SV Werder Bremen ist zu Gast, und da dachte man doch tatsächlich unter der Woche am Dienstag, mit einem 0:1 gegen die Bayern wäre man vielleicht sogar gut bedient. Zwischenzeitlich sah es dann auch nicht schlecht aus, aber als am Mittwoch dann Mainz in Dortmund gewann mit 2:0 und Leipzig noch einen 2:0 Vorsprung gegen Düsseldorf herschenkte, war man doch recht konsterniert als Werder-Fan. Hier in den Anfangsminuten geht es vermutlich erstmal ruhiger zu. Das ist der Eindruck von hier soweit. Wir schauen, was macht Rashica hier. Läuft sich da etwas fest? Klaassen verliert den Ball. Wir schauen auf die Parallelpartie. Hier in Düsseldorf ist eben der FC Augsburg zu Gast, und die Augsburger verpassten es, gegen die TSG 1899 Hoffenheim alles klar zu machen. Das war kein schlechtes Spiel der Fuggerstädter, aber wenn man 3 Tore kassiert, dann ist es eben schwer, Spiele für sich zu entscheiden. Fortuna Düsseldorf zeigte Kampfgeist und hatte diesmal das Momentum des späten Tores auf der eigenen Seite.
Gegen Leipzig war es ein Treffer in der 87. und dann in der 90. Also in der Nachspielzeit sogar schon. Der noch zum 2:2 führte und wieder den Weg vorbei an Bremen in der Tabelle brachte. Sogar einen Punkt weg von der Weser 11. Das hier war aber gefährlich. Bayer legt hier gut los für den FC Augsburg. Die Gäste hier durchaus gefährlich in dieser Partie. In dieser Anfangsphase muss sich Fortuna Düsseldorf Tor auf Schalke hüten. Und den ersten Treffer haben wir gesehen. Also ab nach Schalke. Ja, und jetzt sehen wir ihn. Für die Königsblauen. Weston McKennie. Sehr zuverlässig momentan. Zumindest was das Tore-Schießen angeht, das hat nicht viel geholfen in der letzten Zeit. Gegen Düsseldorf und gegen Frankfurt hagelte es trotzdem pleiten. Hier steht es 1:0 für Schalke vorbei an Kuhn-Castells. Wir melden uns, wenn was passiert, schauen jetzt aber erstmal in Leipzig vorbei. Der BVB kann hier mit diesem Punkt vermutlich sogar leben, sollte es dabei bleiben. Dabei wird es allerdings auch noch ein relativ langer Weg sein. Für RB Leipzig gilt es darum, die letzten Zweifel der Champions League Qualifikation oder an der Champions League Qualifikation nochmal auszuräumen. Das ist schon kurios, was sie hier zu Hause machen. Gegen Freiburg, gegen Paderborn, gegen Düsseldorf jeweils unentschieden gespielt, Führungen hergegeben. Das ist nicht der Anspruch, den man hat an einen Champions League Qualifikanten. Der BVB läuft an, macht sich hier vorne in der gegnerischen Hälfte gemütlich. Tor in Mainz! Und den Treffer in Mainz wollen wir uns natürlich anschauen. Das ist das 1:0 für den SV Werder Bremen in Person von Leonardo Bittencourt. Und immer dieser Bittencourt auswärts. Der macht die wichtigen Treffer nach der Corona-Pause. Schon einige Punkte sind nur ihm zu verdanken. Also, wie schaut's in Düsseldorf aus? Wie reagiert die Fortuna? Sie sind schwer unter Druck. Der FC Augsburg kommt über die rechte Seite. Die Flanke nicht verkehrt und sie bekommen es nicht. Bereinigt. 19. Minute, 1:0, Eduard Löwen. Und Düsseldorf durch das Resultat aus Mainz sowieso auf Tabellenplatz 17 gerutscht. Das wird jetzt hier gerade etwas gefestigt. Gegen die Laufrichtung nicht zu halten für Kastenmeier. Oh, spannende Angelegenheit im Abstiegskampf. Wir beruhigen die Nerven und geben erstmal nach München. Man muss zu der Wahrheit auch sagen, der SC Freiburg kann sich noch für die Europa League Qualifikation bewerben. Und es wäre für diese Saison, die Breisgauer mal wieder spielen, auch nicht unverdient. Die Chance ist durchaus da. Nicht eklatant hoch, aber nicht unmöglich. Dazu sollte man dann heute aber auch 3 Punkte hier in der Allianz Arena holen. Die Bayern lassen es gemächlich angehen, müssen auf den gesperrten Davis verzichten und dominieren, wie erwartet, diese Partie. Kimmich im Ballbesitz, das dauert möglicherweise Tor in Mainz. Die Situation etwas zu lang. Und Tor in Mainz. Schon das 2:0. Der Ausgleich. 24. Minute. Jean-Philippe Mateta, der den Elfmeter gegen Dortmund verwandelte, das Ergebnis etwas komfortabler gestalten konnte, bringt hier den ersten FSV Mainz zu 0:5 zurück in diese Partie. Vorbei an Pavlenka. Tor auf Schalke. 1:1 hier. Auch auf Schalke. Auch auf Schalke, 1:1, 25. Minute, Xaver Schlager setzt auf Gleichstand, ein wuchtiger Schuss, den Übel nicht parieren kann, Schlager hat aber auch zu viel Platz, zieht dann ab, Nübel wischt sich den dann
ins eigene Tor. Aber aus der Distanz möchte man ihm da eigentlich nicht viel vorwerfen. Also hier steht's 1:1. Wir schauen mal in Paderborn vorbei. Da ist Gladbach zu Gast. Und es ist kein berühmtes Spiel. Borussia Mönchengladbach, klar, spielbestimmend. Aber die großen Torchancen gehen hier momentan noch nicht so flüssig vom Band. Jetzt Paderborn mit einem Konter über Antwi Ajay. Die Tor rechte in Berlin. Seite nicht so gut besetzt. Wir schauen lieber in Berlin vorbei. Schlechte Kunde für Borussia Mönchengladbach, denn Leverkusen führt mit 1:0. Julian Baumgartlinger erzielt hier das 1:0 für Bayer Leverkusen. Hertha bekommt es nicht geklärt, muss es eigentlich schon gemacht haben. Dann läuft Baumgartlinger durch und schiebt den Ball vorbei an Jahrstein. 1:0 für die Gäste, das erhöht den Druck auf Borussia Mönchengladbach. Schauen wir mal in Sinsheim vorbei. Das machen wir. Hier steht es noch 0:0. Hoffenheim besser, aber auch noch nicht 100% zwingend. Das war ein guter Auftritt gegen den FC Augsburg. Vor allem hier von Munas Dabur, der auch eben eine gute Abschlusssituation hatte. Der erzielte dort seinen Doppelpack. Vielleicht ist da jetzt der Knoten etwas geplatzt. Das hatte sich etwas hinausgezögert mit seinem ersten Treffer für Hoffenheim. Aber jetzt war er eben doppelt erfolgreich, vorher schon vereinzelt mal getroffen. Knappe halbe Stunde hier von der Uhr. Das ist hier ganz entspannt, ganz gemächlich. Union kann mit breiter Brust antreten. Hier ist wirklich nochmal Schaulaufen für die letzten beiden Spiele. Und Hoffenheim will hier unbedingt gewinnen, um in die Europa League einzuziehen. Schauen wir jetzt aber erstmal weiter nach Köln, wenn hier draus nichts wird. Ab nach Köln. Die Geißböcke kommen und kommen auch zum Führungstreffer. 31. Minute, das 1:0 für den ersten FC Köln. Anthony Modest lässt sich nicht zweimal bitten. Frankfurt verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, dann geht es ganz schnell. Cordoba legt auf für Modest, dann Kevin Trapp aus dieser Distanz, dann ohne jene Möglichkeit. 31. Minute, 1:0 für den ersten FC Köln. Das ist nicht unverdient. Köln legt hier einen richtig guten Fußball aufs Parkett, nachdem sie die Klassenerhaltsfeier gegen Leverkusen noch nicht feiern konnten. Sieht es aktuell sehr gut aus. Ein Punkt würde ja reichen. Frankfurt kommt jetzt über die rechte Seite. Danny Da Costa verliert den Ball und wir gehen nach Leipzig. Borussia Dortmund nach wie vor die bessere Mannschaft, Leipzig doch relativ defensiv und die Umschaltsituationen funktionieren zu selten, weil dann der Platz bis zum gegnerischen Tor einfach zu groß ist. Vielleicht jetzt mal. Dann lassen die es doch aber etwas gemächlicher angehen. Mit diesem 0:0 würden auch sie leben können. Aber Tor in Köln hofft sich doch sicherlich etwas mehr. Und jetzt zurück nach Köln. Das 2:0. 39. Minute. Diesmal ist es schon Cordoba, der trifft, der Kolumbianer. Bedingt durch diesen schönen Steckpass, der wieder für Trapp nicht zu bereinigen ist. Tor in Paderborn. Und der erste Treffer jetzt auch in Paderborn. Und dieser erhöht den Druck nochmal auf Leverkusen. 1:0 für Borussia Mönchengladbach.
Florian Neuhaus hat es gemacht und so ist es geschehen. Hier ein paar Übersteiger von Christoph Kramer. Dann Florian Neuhaus, der sich da vor Zingerle nicht beirren lässt und einschießt aus kurzer Distanz. Also Leverkusen und Gladbach führen beide mit 1:0. Da muss jetzt Leipzig nochmal schauen. Und wir schauen erstmal nach Mainz. Der erste FSV Mainz 05 kommt und hat gerade viel Selbstbewusstsein. Das 1:1 hat sie hier richtig wach geküsst. Und Bremen etwas verunsichert. Klaassen kriegt den Ball nicht geklärt. 42. Minute. Mateta dreht das Spiel. Es ist schwer zu machen. Der Vorwurf muss aber trotzdem fallen hier für Davy Klaassen. 2:1 für Mainz. Das kommt wahrscheinlich sehr gut in Düsseldorf an. Definitiv, aber auf der anderen Seite ist es dann vielleicht sogar wieder eine vertane Chance. Natürlich möchte man, dass der SV Werder Bremen verliert, dass man hier den direkten Klassenerhalt oder die direkte Abstiegsgefahr schon mal bereinigen kann, aber da muss man dann selber seine Hausaufgaben machen, ansonsten ist es die gleiche Konstellation wie vor diesem Spieltag und man muss am Ende raus richtig hoffen und die Chance zum direkten Klassenerhalt ist dann eben Tor an Paderborn. Tor an Paderborn, ja, auch das schauen wir uns natürlich an. 2:0, Doppelschlag Florian Neuhaus. Kommt hier erst nicht durch, aber im zweiten dann von Rumpf quasi aufgelegt. Unfreiwillig, versteht sich. Nagelt er den Ball mit links ins Netz. 2:0 für Gladbach. Wir schauen vor der Pause nochmal in Gelsenkirchen vorbei. Wolfsburg setzt sich vorne fest. Klaus und Wechhorst, der rettet den Ball. Klaus, Gerhard! Wow! Erste Minute der Nachspielzeit. Wolfsburg dreht die Partie 2:1 für den VfL. Und jetzt sieht Schalke doch wieder alt aus. Hier stark von Wechhorst dieser Einsatz. Klaus weiß, dass jemand von hinten nachrückt. Und in dieser Situation ist es Yannick Gerhard. Utschipka bekommt den Fuß nicht mehr ran. Nübel kann sich dem Ball nicht mehr entgegenstellen. Das ist nochmal ein Paukenschlag vom Seitenwechsel. Und wichtig für die Gäste hier, den 6. Tabellenplatz zu verteidigen. Das gilt es ja und sieht momentan mit dieser Führung dann doch ganz gut aus. Schalke nach dem Führungstreffer eher etwas pomadig unterwegs und nicht mehr ganz so frisch und spielfreudig. Jetzt ist Pause, 2:1 Tor in für Leipzig. Wolfsburg, das geht so in Ordnung und bevor wir in die Halbzeit gehen, schauen wir nochmal in Leipzig vorbei. Die Gäste führen, es ist Erling Haaland. Wer sonst ist eigentlich ein bisschen schwachsinnig, diese Aussage, weil sonst Sancho, Brandt, Hazard, Hakimi oder Guerrero sein könnten. Wunderbarer Treffer von Haaland, bekommt hier den Ball in den Lauf gelupft, ist nicht im Abseits, vorbei an Gulaschi zum 1:0 und das gehört zur Wahrheit dazu. Hakimi fehlt heute gelb gesperrt, das heißt, der könnte es heute dementsprechend nicht sein, aber das ist für den BVB doch mal eine recht komfortable Ausgangslage. Leipzig zu Hause mal wieder unter Druck, sieht nicht gut aus für die Gastgeber. Die machen auch kein wirklich gutes Spiel, Dortmund hingegen legt hier richtig los. Es steht 1:0 für die Gäste, auf den restlichen Plätzen ist bereits Halbzeit. Wir schauen jetzt einmal kurz drauf, was die Zwischenresultate ergeben und freuen uns dann auf
Weitere spannende 45 Minuten. Ja, hier haben wir einmal kurz die Zwischenresultate des ersten Durchgangs. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Ganze gefällt. Unterstützt das. Vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten will ich gar nicht länger rumlabern. Viel Spaß jetzt mit Durchgang 2. Zurück in der Konferenz. Wir starten in München im ersten Durchgang, nicht sonderlich häufig hier gewesen. Aber das ist auch dem Spielverlauf etwas in die Schuhe zu schieben. Es ist kein berühmtes Fußballspiel. Freiburg macht es richtig gut, das Kompliment kann man auf jeden Fall machen, aber die Bayern kommen auch nicht so richtig in Fahrt. Und jetzt kommen die Freiburger und holen sich hier direkt mal in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs einen Eckball raus. Und sie machen das wirklich gut. Der FC Bayern in manchen Dingen tatsächlich momentan mal zu hinterfragen. Also was heißt zu hinterfragen? Sie spielen eine überragende Saison, das kann man nicht bestreiten. Aber die Qualität ist ja da. Nur rufen sie heute diese aus unerfindlichen Tor in Berlin nicht ab. Aber gut, wir melden uns, wenn was passiert. Schauen jetzt zum Treffer nach Berlin. Eins zu 0 für die Leverkusener ist egalisiert. Die Hertha schlägt zurück, 1 zu 1. Radetzky kann zwar einen Ball noch halten, der Nachschlag findet dann aber den Weg ins Tor und Tah wird zu allem Überfluss dort noch getunnelt. 1 zu 1 in Berlin. Wir schauen weiter zu weiteren Champions League Aspiranten. Für den BVB ist es weniger eine spannende Angelegenheit, aber eher eine Sache der Ehre. Man möchte jetzt Tabellenplatz 2 hinter den Bayern belegen. Aber Leipzig kommt hier gut rein in den zweiten Durchgang. Timo Werner! 53. Minute, was ist das denn? So kann man sich zurückmelden. Und ein Stück weit gilt es für Timo Werner, sich auch abzumelden hier aus Leipzig. Klasse Treffer, nicht zu halten für Bücki. 1-1 hier. Das 1-1 würden sich auch die Spieler in Düsseldorf wünschen. Korrekt, aber der FC Augsburg macht das sehr gut, will hier nichts mehr anbrennen lassen. Ihnen reicht ein Punkt zum Klassenerhalt, aber je länger man führt, desto näher ist auch zumindest dann eben ein Punkt. Bestenfalls ein Drauflegen. Flanke von Kastenmeier nur weggefaustet, die hätte er ja meines Erachtens auch fangen können. Dann machen die Fortunen das aber doch ganz gut. Unterm Strich Berisha, Skripski hier im Zusammenspiel. Wann bäumt sich Düsseldorf wieder auf, so wie gegen Leipzig. Wir warten Tor in Paderborn. So ein bisschen drauf und schauen uns währenddessen den Treffer in Paderborn an. Der Anschlusstreffer, 58. Minute, Jasula, und er wird untermannt, weil es ein schöner Treffer ist. Unterkante der Latte. Reiner mit, also 1-2. Wird sie vielleicht doch nochmal spannend. Wir schauen erstmal weiter. Mainz kommt! Mateta mit der Chance zum Dreierpack. Super Abschluss. Nicht platziert genug. Schon nicht schlecht, aber für Pavlenka eben noch zu parieren. Eckball von der linken Seite. Können sie hier jetzt schon alles klar machen? Es sieht nicht schlecht aus. Latzer nochmal aus der zweiten Reihe. Per Dropkick. Knapp vorbei. Bri muss jetzt aufpassen, dass ihn das hier nicht gänzlich aus den Händen gleitet.
knappe Stunde gleich von der Uhr. Und es wird langsam Zeit, hier einen Treffer zu erzielen. Sie haben ja Glück, dass Düsseldorf parallel auch zurückliegt, aber möchte man sich wirklich immer Tor auf Schalke darauf verlassen? Tor auf Schalke, der vierte schon in der Begegnung. Und zwar gerecht verteilt. Bastian Oczypka mit dem 2:2 Ausgleichstreffer. Das ist heute eine gute Vorstellung wieder. Oczypka bekommt den Ball wieder von Felix Tor Klaus. Leipzig. Drückt ihn über die Linie. Also 2:2 hier, zurück nach Leipzig. So kann man sich mal verabschieden. Timo Werner mit dem Doppelpack. Standardsituation, Eckball von rechts. Dortmund bekommt es nicht geklärt. Dann wird der Ball von Schick, ist es, glaube ich, nochmal scharf gemacht. Und Werner steht dann aus 5 Metern goldrichtig vorm Kasten und schießt ein zum 2:1. Das ist meine Ansage. Wir geben mal nach Sinsheim. Ist vermutlich wieder nur ein recht kurzes Vergnügen. Es ist nämlich doch relativ spannungsarm. Union Berlin sieht man die Spuren dieser Saison an, was sie investiert haben, um sich da im Tabellenmittelfeld zu etablieren. Das ist eben nicht einfach so zu verkraften und jetzt, wo die Spannung abfällt, merkt man das ein wenig. Sie halten das 0:0, sind defensiv durchaus gut aufgestellt, aber nach vorne entwickeln sie viel zu wenig Durchschlagskraft. Da merkt man dann, dass Tor in Mainz, ein bisschen was abgeht. Und der Treffer in Mainz, das 3:1 hatte sich ja angekündigt, ist es das? Es ist der Ausgleich! Und es ist wieder Bittencourt! Und was für ein Tor. Wow, es ist, passt hier alles zusammen. Bittencourt, Traumtor. Fehler von Mainz. Und Sie sehen schon, wenn Bittencourt so zum Ball geht, dann hat das was zu bedeuten. Und das bedeutet dieses Traumtor. 2:2. Und das dürfte den Düsseldorfern überhaupt nicht schmecken. Tatsächlich nicht. Düsseldorf aber seit 10, 15 Minuten besser. Stöger tankt sich da durch. Stöger zu Hennings. Was ist das für eine Antwort auf das, was in Mainz passiert? 68. Ausgleich. Rufen Hennings. Stöger geht da spazieren durch die Fuggerstädter Defensive. Was ist das, was der FC Augsburg da macht? Hennings schiebt dann ein. 1:1 hier. Das könnten spannende letzte 20 Minuten werden. Wir beruhigen die Nerven nochmal ein wenig in der Hauptstadt. Das ist nur teilweise hier möglich. Für die Hertha ist es tatsächlich ein ganz entspannender Ritt. Aber Leverkusen steht unter dem Druck der Gladbacher Führung in Paderborn, die zwar mit dem 2:1 auch nicht mehr ganz sattelfest ist, aber momentan eben noch Bestand hat. Und so muss man in den letzten 20 Minuten dieses Spiel hier gewinnen. Ansonsten hat man es am letzten Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand. Und das wollte man tunlichst vermeiden. Die Hertha hat sich momentan wieder gefunden nach den 3 Niederlagen in Folge. Tor in Leipzig! Tor in Leipzig. Ja, das schauen wir uns sofort an. Wow. 3:1. Angelino, der linke Verteidiger, erhöht. Was ist hier im zweiten Durchgang bitte los?
schnell, stark, schnörkellos gespielt in die Spitze. Das ist jetzt doch erheblich schwierig für die Dortmunder. Aber es ist nicht unmöglich. Nochmal nach Paderborn. Gladbach verteidigt das hier jetzt weg. Das 2:1 ist vollkommen ausreichend. Vollkommen ausreichend für ihre Zwecke, für ihr Verlangen. Denn wenn Leverkusen patzt und das heißt unentschieden oder verliert, Tor auf Schalke! Dann ist dieses 2:1 erstmal ausreichend für Platz 4. Jetzt schauen wir nach Schalke. Es ist hier ein wahres Torfestival. Benito Rahman mit dem 3:2. Schalke führt wieder. Wolfsburg schon mit einigen Lücken in der Defensive gegen Gladbach. Da hagelte es auch 3 Gegentreffer. Heute hat man mindestens 2 schon mal erzielt. Aber momentan würde man mit leeren Händen dastehen und Schalke nach 14 Spielen ohne Sieg mal wieder gewinnen. Aber das Spiel dauert eben noch seine Viertelstunde. Wir schauen nochmal eine Station weiter. Sind nochmal in München. Also das ist schon komisch. Als würden die Bayern jetzt sagen, wir wollten die Meisterschaft und dann schalten wir einfach die Gänge zurück. Klar, ist jetzt nicht unverständlich und man muss das immer im Kontext sehen, was Bayern in dieser Saison geleistet hat. Und den Breisgauern gilt es hier bis dato ein Kompliment auszusprechen. Das ist überragend. Jetzt aber vielleicht Lewandowski zu Zirkzee. Steht aber im Abseits. Trotzdem nette Abschlusssituation. Wir melden uns, wenn was passiert und schauen nochmal im Keller vorbei in Mainz. Zehn Minuten noch und wie soll Bremen jetzt damit umgehen? Gehen sie all in oder nehmen sie dann erstmal das 2:2 mit? Düsseldorf momentan auch auf Remiskurs. Das heißt, die Ausgangslage wäre nicht verändert. Man hat einen Punkt Rückstand auf Fortuna Düsseldorf jetzt. Und in etwa das gleichwertige Torverhältnis. Also vielleicht am letzten Spieltag unentschieden spielen und Düsseldorf verliert hoch. Tor in Köln. Möchte man sich auf sowas verlassen? Eigentlich nicht. Und jetzt schauen wir wieder nach Köln. Wieder ist gut. So oft haben wir uns im zweiten Durchgang noch nicht hören können hier aus dem Rhein-Energie-Stadion. Es ist eine klare Angelegenheit. 3:0 für Köln gegen Eintracht Frankfurt. Florian Kainz. Das geht auch viel zu leicht. Und damit die Geißböcke ganz, ganz sicher, ganz gemächlich gerettet. Spielt nächstes Jahr also wieder Bundesliga. Da wird hier nichts mehr anbrennen. Da müssen Tor an Leipzig 4 Gegentreffer kassieren. Apropos 4 Gegentreffer, hat das der BVB jetzt hingekriegt? Nee, es wird nochmal spannend. 3:2, Haaland Doppelpack. Der BVB ist wieder zurück im Rennen und sie brauchen einen Punkt, um den zweiten Tabellenplatz aus eigener Kraft zu erreichen. Bakir, wir sehen ihn hier mittlerweile neu drin in der Partie. Der macht da durchaus Betrieb, momentan über die linke Seite kommend. Kann man sich gut anschauen. Leipzig will das jetzt hier irgendwie über die Zeit bringen. Nicht wieder einen späten Ausgleichstreffer kassieren. Das wäre Tor auf Schalke! Definitiv bitter. 6. Treffer auf Schalke. Was ist da denn los? Das ist los. Daniel Ginczek mit dem 3:3. 85. Spielminute und Schalke muss vermutlich doch wieder länger auf den zweiten Sieg der Rückrunde warten. Ah, Kenny und Nübel behindern sich da gegenseitig. Das sieht schlecht aus, passt aber auch zur Saison der Schalker. Also 3:3 hier. Wir schauen nochmal in Düsseldorf vorbei. Ab in den Abstiegskampf.
setzt hier jemand den Lucky Punch. Für den FC Augsburg ist das hier okay, dieses 1:1. Man ist gerettet, ohne Probleme, alles gut. Für Fortuna Düsseldorf heißt es, wie eben kurz schon angesprochen, der Vorsprung auf Werder bleibt gleich. Es sei denn, die schlagen in Mainz nochmal zu. Und das ist ja wirklich an diesem 33. Spieltag alles denkbar. Der FC Augsburg kann sich nicht mehr so gut befreien. Das 2:1 hier für Düsseldorf auch nicht unmöglich. Jetzt haben sie vielleicht wirklich das Glück mal auf ihrer Seite, wie gegen Leipzig spät zurückzukommen, weil sie sich auch nie aufgegeben haben. Jetzt vielleicht hier gegen den FC Augsburg. Aber Kenan Karaman setzt diesen Kopfball doch etwas zu hoch an. Andreas Lute legt sich den Ball zurecht. 2 Minuten knapp plus X werden wir auf jeden Fall verfolgen und uns dann bei Gelegenheit nochmal melden. Vielleicht dann auch noch aus der Nachspielzeit. Tor in Köln! Spielszenen. Jetzt schauen wir uns aber den nächsten Treffer in Köln an. Immerhin der Ehrentreffer. Ganz kurz schauen wir drauf. Danny da Costa erzielt das 3:1. Ist da Tor in München als Schmitz und Tor in München. Wer hätte das gedacht? Und wer hätte das gedacht? 90. Spielminute. Lukas Höhler mit dem 1:0 für den SC Freiburg. Es ist nicht zu glauben. Flanke auf den zweiten Pfosten. Höhler setzt sich gegen Pavard durch. Sieht der Franzose nicht blendend aus. Und Neuer schaut den Ball nur noch ins Tor rein. 1:0 für die Elf von Christian Streich. Und es ist nicht so, dass es das erste Mal wäre, dass Freiburg an einem 33. Spieltag spät gegen die Bayern zuschlägt. Vor einigen Jahren war es Tor in Berlin noch Petersen. Aber wir haben noch einen Treffer in Berlin, also schauen wir uns an. Und das ist nicht zu glauben. Mateusz Kunja macht das 2:1 für die Hertha und in Gladbach, da feiert man gerade die Welt. Kunja vorbei an Radetzky, links platziert, direkt neben den Pfosten, nicht zu halten. Die Hertha dreht im zweiten Durchgang dieses Spiel. Wir schauen nochmal in den Abstiegskampf vorbei, ab nach Düsseldorf. In Mainz ist es vorbei, da ist es 2:2 zu Ende gegangen. Aber der FC Augsburg kommt nochmal. Niederlechner, Khedira zu Vargas. Boah. Außennetz. Da müssen die Düsseldorfer erstmal wieder runterkommen. Wow, was für ein Ende. Um ein Haar noch das 2:1. Es hätte den SV Werder Bremen mit ihrem 2:2 nicht vorbeigebracht an Düsseldorf, aber immerhin punktgleich gestellt. Jetzt ist es vorbei, 1:1 für Düsseldorf. Es ist also alles offen für den letzten Spieltag. Düsseldorf kommt nach einem Rückstand zurück, ebenso wie Bremen in Mainz. Mainz ist gerettet. Herzlichen Glückwunsch, Werder Bremen am letzten Spieltag gegen Köln. Das wird ein heißer Ritt. Beenden wir die Konferenz aber in Leipzig. Ja, es ist auch hier vorbei. Leipzig gewinnt mit 3:2 gegen den BVB und zieht damit an Schwarz-Gelb vorbei durch eine etwas bessere Tordifferenz. Das soll es aus der Konferenz gewesen sein. Gleich gibt es die Tore alle nochmal im Schnelldurchlauf. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie vor allem am Ball. Viel Spaß jetzt nochmal bei den ganzen Toren.
Und damit herzlich willkommen zur Samstagskonferenz, der 33. Spieltag. Ja, und jetzt sehen wir ihn. Für die Königsblauen, Weston McKennie. Sehr zuverlässig momentan, zumindest was das Tore-Schießen angeht. Das hat nicht viel geholfen in der letzten Zeit. Das ist das 1:0 für den SV Werder Bremen. In Person von Leonardo Bittencourt. Und immer dieser Bittencourt auswärts. Der macht die wichtigen Treffer. Über die rechte Seite, die Flanke nicht verkehrt und sie bekommen es nicht. Bereinigt. 19. Minute, 1:0, Eduard Löwen. Der Ausgleich, 24. Minute. Jean-Philippe Mateta, der den Elfmeter gegen Dortmund verwandelte, das Ergebnis etwas komfortabler gestalten konnte, bringt hier den ersten FSV Mainz zu 05. Auch auf Schalke, 1:1, 25. Minute, Xaver Schlager setzt auf Gleichstand. Ein wuchtiger Schuss, den Übel nicht parieren kann. Schlager hat aber auch zu viel Platz. Zieht dann ab, Nübel. Schlechte Kunde für Borussia Mönchengladbach, denn Leverkusen führt mit 1:0. Julian Baumgartlinger erzielt hier das 1:0 für Bayer Leverkusen. Hertha bekommt es nicht geklärt, muss es eigentlich schon gemacht haben. Dann läuft Baumgartlinger durch. Die Geißböcke kommen und kommen auch zum Führungstreffer. 31. Minute, das 1:0 für den ersten FC Köln. Anthony Modest, das 2:0. 39. Minute. Diesmal ist es schon Cordoba, der trifft, der Kolumbianer. Bedingt durch diesen schönen Steckpass. Und dieser erhöht den Druck nochmal auf Leverkusen. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Florian Neuhaus hat es gemacht und so ist es geschehen. Hier ein paar Übersteiger von Christoph Kramer. Und Bremen etwas verunsichert. Klaassen kriegt den Ball nicht geklärt. 42. Minute. Mateta dreht das Spiel. 2:0, Doppelschlag Florian Neuhaus. Kommt die erst nicht durch, aber im zweiten dann von Rumpf. Wolfsburg setzt sich vorne fest. Klaus und Wechhorst, der rettet den Ball. Klaus, Gerhard! Wow! Erste Minute der Nachspielzeit. Die Gäste führen, es ist Erling Haaland. Wer sonst, ist eigentlich ein bisschen schwachsinnig, diese Aussage, weil sonst Sancho, Brandt, Hazard, Hakimi oder Guerrero sein könnten. Wunderbarer Treffer von Haaland, bekommt hier den Ball in den Lauf gelupft, ist nicht im Abseits, vorbei an Gulaschi. 1:0 für die Leverkusener, ist egalisiert. Die Hertha schlägt zurück, 1:1. Radetzky kann zwar einen Ball noch halten, einen in den zweiten Durchgang. Timo Werner! 53. Minute, was ist das denn? Der Anschlusstreffer, 58. Minute. Jasula und er wird untermannt. Weil es ein schöner Treffer ist. Unterkante der Latte. Und zwar gerecht verteilt. Bastiano Cipka mit dem 2:2 Ausgleichstreffer. Das ist heute eine gute Vorstellung wieder. So kann man sich mal verabschieden. Timo Werner mit dem Doppelpack. Standardsituation, Eckball von rechts. Dortmund bekommt es nicht geklärt.
Dann wird der Ball... Es ist der Ausgleich. Und es ist wieder Bittencourt. Und was für ein Tor. Wow, es ist... Passt hier alles zusammen. Bittencourt. Traumtor. Fehler von Mainz. Und Sie sehen schon, wenn Bittencourt so zum Ball geht, dann hat das was zu bedeuten. Und das bedeutet dieses Traumtor. 2:2. Seit 10, 15 Minuten besser. Stöger tankt sich da durch. Stöger zu Hennings. Was ist das für eine Antwort auf das, was in Mainz passiert? 68. Ausgleich. Rufen Hennings. 3:1. Angelino, der linke Verteidiger, erhöht. Was ist hier im zweiten Durchgang bitte los? Schnell, stark, schnörkellos gespielt in die Spitze. Das ist jetzt doch erheblich. Es ist hier ein wahres Torfestival. Benito Rahman mit dem 3:2. Schalke führt wieder. Wolfsburg schon mit einigen Lücken in der Defensive gegen Gladbach. Da hagelt es auch. Wieder ist gut. So oft haben wir uns im zweiten Durchgang noch nicht hören können hier aus dem Rhein-Energie-Stadion. Es ist eine klare Angelegenheit. 3:0 für Köln gegen Eintracht Frankfurt. Florian Kainz. Das geht auch viel zu leicht. Nee. Es wird nochmal spannend. 3:2. Haaland Doppelpack. Das ist los. Daniel Ginczek mit dem 3:3. 85. Spielminute. Und Schalke muss vermutlich doch wieder länger auf den zweiten Sieg der Rückrunde warten. Immerhin der Ehrentreffer. Ganz kurz schauen wir drauf. Danny da Costa erzielt das 3:1. Ist da Tor in München als Schmitz und Tor in München werden. Und wer hätte das gedacht? 90. Spielminute, Lukas Höhler mit dem 1:0 für den SC Freiburg. Es ist nicht zu glauben. Flanke auf den zweiten Pfosten, Höhler setzt sich gegen Pavard durch. Und das ist nicht zu glauben. Mateusz Kunja macht das 2:1 für die Hertha und... In Gladbach, da feiert man gerade die Welt. Kunja vorbei an Radetzky. Links platziert, direkt neben den Pfosten. Nicht zu halten. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie vor allem am Ball. Jo, das war's dann mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten... Vielen Dank fürs bis jetzt noch dabei gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche dann eben auch 9er Konferenz. Schaut noch bei den restlichen Videos auf dem Kanal vorbei. Und dann kommt noch bald die Konferenz zur zweiten Liga. Also, bis dann. Haut rein.